Schaffen wir es heute zum Gipfel des Storyfinales? Rauf auf die Speersäule, dem höchsten Punkt des Kraterbergs? Wir setzen alles daran, aber die Team Galactic-Mitglieder versuchen mich aufzuhalten. Mit einem Kick, Leon. Nee, so schwach ist er gar nicht, ne? So schwach ist er gar nicht. Wenn ich allerdings mit Fokusstoß treffe, dann denke ich, sieht's ganz gut aus. Und genau deshalb treffe ich nicht. Man kennt's. Kriegst aber noch eine Chance. Jetzt vielleicht? Ja. Hupam. Auf Wiederschauen. Was? Oh, also irgendwie kommt das sehr, sehr häufig in diesem Let's Play vor, dass den Gegnern 1, 2 oder 3 KP übrig bleiben. Das ist doch nicht wahr. Wenigstens ist er jetzt vom Typ Kampf und sein Schlitzer hat keinen Step-Bonus mehr. Und sonst hätte das deutlich mehr abgezogen. Aber insgesamt hat er mich schon sehr getriggert. Und da kommen noch 2 weitere Pokémon auf uns zu. Jetzt aber erstmal schön gechillt, Level 42 auf Pixie. Sehr, sehr gut. Ein Shinux. Jo gut, da können wir ein Erdbeben rausscheppern, oder? Das dürfte gut funktionieren. Wahrscheinlich hätte auch jede andere Attacke gereicht, ja, aber... Ich will es halt schön machen, okay? Nicht einfach drüber rutschen, sondern... Wobei, das hört sich jetzt schon wieder völlig falsch an. Ihr wisst, was ich meine. Auch du, Level Up? Ah, geil. Geil. Kann man nie genug haben vorm Finale. Und ein Pi. Wer möchte das denn zerstören? Lady Swan ist als einzige auf Level 41 zurückgeblieben. Ja, hatte jetzt auch nicht mehr so viele Einsätze, das stimmt. Das hier ist gefundenes Fressen für dich. Schade, dass der Typ keine Level 40er Pokémon hat, aber beim finalen Kampf wird das der Fall sein. Oder bei den finalen Kämpfen. Ich freue mich schon sehr drauf. Aber umso schneller müssen wir an dem ganzen Gesindel vorbei. Das Ding ist allerdings, ich glaube, ich befinde mich gerade auf irgendeinem Seitenweg, der zu einer TM oder sowas führt. Also den Eindruck habe ich zumindest gehabt das letzte Mal. Und, warte mal. Ja, doch. Da ist zwar ein Item, aber es befindet sich mal wieder hinter dem Zertrümmererstein und wir haben keinen Zertrümmerer mehr dabei. Also das nächste Item, das ich leider nicht aufklauben kann. Schade. Warum steht da einer vor der Höhle? Hä? Oder ist das ein Ort, den man erst später bereisen sollte? Ich hab mich völlig verlaufen. Tu mir nichts. Ich bin nur ein armer Rüpel ohne Pokémon. Was? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja super, da komme ich jetzt aber nicht hin ohne Zertrümmerer. Was ist das für ein Scheiß? Habe ich mich jetzt völlig umsonst hier durchgekämpft oder was? Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, das ist sowieso eine Sackgasse. Ich weiß nicht mehr, was hinter dieser Höhle war. Ich glaube, da ist irgendein Item für die legendären Pokémon oder sogar für Giratina. Aber warum kann man denn da jetzt schon hin? Warte, und ja, das ist... Das ist so, wie es aussieht, tatsächlich nur ein Rückweg. What? Ja, okay, aber wenn diese Höhle jetzt nicht relevant ist, warum sind da so viele Team Galactic-Mitglieder, sag mal? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Leute, da seid ihr wieder gefragt. Klärt mich auf. Ich werde nach dem Finale mal vorbeischauen, aber...
Das verstehe ich nicht, warum da so viele Team Galactic-Leute sind. Wenn die eigentlich keinen Sinn und Zweck dort haben. Und das jetzt nur als Bonus-Training oder sowas abzutun, das ist mir zu einfach. Naja, also irgendwas muss da sein, aber ja, halt nicht für jetzt. Wobei die Team Galactic-Mitglieder nach dem Finale ja da auch weg sind. Also, es macht für mich keinen Sinn. Vielleicht ist es doch als eine Art Falle oder Sackgasse gedacht. Keine Ahnung. Oder man kann... Nee. Obwohl? Ist das vielleicht ein optionaler Weg? Den man kommen kann, aber halt nicht zurücklaufen kann? Also sprich, es gibt ja bekanntermaßen mehrere Eingänge in den Kraterberg. Und vielleicht ist das der Zuweg eines anderen Wegs zum Finale. Wir sind ja bei Erzelingen eingestiegen, aber man müsste doch theoretisch auch von woanders das Finale erreichen können, oder? Weil ich glaube nicht, dass das nur von da geht. Und vielleicht, wenn man von hinten kommt, ist dann dieser Team Galactic-Rüpel nicht mehr da oder weicht aus. Aber warum ist der überhaupt da? Selbst wenn man da wieder in den Anfangsbereich kommt des Kraterbergs. Ja und? Dann lass die Spieler doch da hingehen, dann sieht man doch, oh okay, hier geht's nicht weiter. Oder wollte man dadurch verhindern, so von wegen, also für die extrem Dummen, die dann nicht checken. Hä, wo geht's weiter, Alter? Die dann da rauslaufen wieder und dann in der Overworld suchen, wo es weitergeht. Wollte man das wirklich verhindern? Hat man gedacht, die Spieler sind so dumm? Oh shit, Voluminas, Alter. So dass man quasi umkehren muss und zwangsläufig diesen anderen Höhleneingang findet, wo wir gerade sind? Oh, bitte nicht. Aber das wäre wieder typisch Game Freak. Die glauben ja auch, die letzten Idioten spielen ihre Spiele. Oh mein Gott. Leider glaube ich wirklich, dass das der Grund ist. Echt super interessant. Das werden wir später abchecken. Ich hoffe sehr, dass da einfach nur eine Höhle ist mit besonderen Items, die man jetzt noch nicht holen soll. Und nicht einfach ein Durchgang zu, keine Ahnung. Wo gibt's noch Kraterberg-Eingänge? Bei Elysees gibt's einen, aber gibt noch einen dritten mindestens. Ja genau, Ewigenau. Ewigenau war da auch noch was. Wobei, das ist derselbe, eigentlich. Ach, egal. Wasserring. Gut zum Recovern, aber... Nee, da müssen wir auf Zeit spielen. Zeit ist Geld. Übrigens, glaube ich, wir sind jetzt wirklich fast da. Das scheinen mir die letzten finalen Wachen zu sein. Und irgendwo ist hier noch ein Item, Uide. Wo ist das? Ja, es blinkt, aber wo ist es? Hallo? Wo ist das Item? Willst du mich komplett verarschen? Ist es hier? Bruder, was? Boah, ich hasse diesen Item-Detektor. Ja, hier. Sternstaub. Krieg erstmal einen halben Anfall nur wegen dem Sternstaub. Boah, ich dachte, mein Schutz wirkt. Was willst du denn jetzt? Als ob. Level 42er Capoeira. Ja, der lässt mich natürlich jetzt nicht flüchten, ne? Ist klar. Ach, Digga. Habe ich noch einen Rauchball oder so, dann wäre jetzt auf jeden Fall der passende Moment, ihn einzusetzen. Nein? Ja, lol. Gut, dann muss ich dich wohl töten. Und wir machen einen Wechsel an der Front. Brauchen da offensichtlich ein höher geleveltes Pokémon. Weißt du, die ganze Zeit gibt mir das Spiel so das Gefühl, ja, bist ein bisschen zu hoch gelevelt. Jetzt am Finale. Och, nö, doch nicht. Schon wieder überlebt. Eine Psychokinese von Mew, what?
die mir einfach nur aus den Augen. Wow. Wieder einfach mal wieder mehr Probleme macht als die ganzen Team Galactic Guys. Ja, ist klar. Ist klar. Oh Mann. Also gut. Mew ist zwar auch auf 42, aber ich glaube, dass da auch die Init eine Rolle spielt, oder? Dass die nicht auftauchen. Ich hoffe es. Ansonsten erreichen wir einfach schnell Level 43 und gut ist. By the way, auch komplett lächerlich, dass die Team Galactica niedriger gelevelte Pokémon einsetzen, als hier wild rumlaufen. Also das ist auch so eine Sache, die ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn, dann sollten die wilden Pokémon doch bitteschön unter den Trainerleveln sein, aber doch nicht andersrum. Das lässt Team Galactic noch lächerlicher wirken, als sie ohnehin schon sind. Aber uns auch, weil die einfach quasi even mit uns sind. So, für 43 reicht's nicht. Und dafür hat er zu große Opfer. Aber hey, wir können wenigstens schneller weiter steppen. Richtung Spitze. Es sind auf jeden Fall doch viel, viel mehr Kämpfe, als ich gedacht hätte. Ich hatte irgendwie nur so ein paar Wachen auf dem Weg nach oben in Erinnerung, aber... Es sind ein paar mehr. Jetzt müsste es echt bald geschafft sein, so. Mit fröhlichen Gedanken schickt sie mich auf den Heimweg. Überzeug mich. Komm, überzeug mich. Okay, schon mal nicht so schlecht. Amoroso. Entwicklung von Ammonitas. Erste Gen Fossil-Pokémon. Was gerne mit Schutzschild triggert, offensichtlich. Tu mir das bitte nicht an. Oh, please, no. Kill es. Yeah. Ehrenkill. Und sag mir jetzt nicht, dass 3 KP übrig bleiben. Okay. Du spring hier aus dem Fenster. 43, juhu. Rihorn. Oh. Ist mit dem Surfer aber kein Problem. Fröhlichen Nachhauseweg, Rihorn. Und deine Alde schicke ich gleich hinterher. Vorher besiegen wir noch das Schlupuk. Sollte jetzt kein allzu großes Problem werden. Also Weg nach oben war auf jeden Fall machbar. Da gab es nur ganz wenig Widerstand. Kommt noch. Ich glaube, es ist gar nicht so viel. Irgendwo hier müsste jetzt der Ausgang sein, glaube ich so. Ist er das schon? Ja, Tatsache! Wir haben die Sperrsäule erreicht. Aber man gibt immer noch nicht auf. 2 Team Galactic-Mitglieder sperren den Weg ab. Es sieht nach einem Doppelkampf aus. So, jetzt erwarte ich aber was. Weil jetzt kommen wirklich die finalen Kämpfe. Jetzt erwarte ich was. Die müssten jetzt eigentlich auch alle Level 40er haben. Oder? Gut, ob das für diese 2 normalen Galactic-Wachen zählt, das weiß ich jetzt nicht. Aber das werden wahrscheinlich die besten Rüpel sein, die es im gesamten Team
Arctic Squad gibt. Sind quasi einen Schritt vom Vorstandsposten entfernt. Die müssen jetzt was leisten. So, und ich fahre eine bestimmte Taktik. Sumpex und Nap-Nap werden kämpfen. Mit Sumpex werde ich Surfer einsetzen, weil das verletzt Nap-Nap nicht und mit Nap-Nap einfach den Eisstrahl. Oder Aurora-Strahl. Wir brauchen aber natürlich die passenden Gegner dafür. Ey, etwas Gewaltiges steht unmittelbar bevor. Vielleicht, glaube ich, stimmt's so? Komm uns nicht in die Quere. Natürlich wirst du es trotzdem tun, ne? Also müssen wir beide dich vorher besiegen. Wie erwartet. Ein Doppelkampf. An der Speersäule. Hier Pokémon. Okay, sie haben offensichtlich keine Level 40er. Dickda ist am Start. Und Slimog. Da kann ich meine Taktik aber schon mal ganz gut auffahren, würde ich mal sagen. Surfer. Und Aurora-Strahl auf Slimog, weil das Dickda wird so oder so krepieren. Oh, erstmal gibt es einen Schlitzer von dem. Der aber nicht sonderlich wehtut. Wie auch immer ein Dickda schlitzen kann. Ich meine, es hat keine Arme. Wie macht denn das denn? Das soll mir die Pokémon Company mal bitte erklären. Oder Game Freak, einer von beiden. Wie macht er das? So, jetzt der H2O-Absorber. Kein Schaden. Oha. Slimog steckt das aber noch sehr, sehr gut weg. Ob da der Aurora-Strahl reichen wird? Glaube nicht, nee. Schlammbombe kommt zurück. Ja, aber das ist ja alles nicht der Rede wert. Ultrigaria, damn. Da wird meine Taktik mit dem Surfer jetzt auch nicht wirklich fruchten. Wir machen aber trotzdem weiter. Surfer und Aurora-Strahl. Aber jetzt halt auch Ultrigaria, weil das ist sehr effektiv. Ah, wunderbar. Die Flinkklaue wirkt. Slimer könnte jetzt schon sterben. Wäre jedenfalls echt nice. Aber, nee, dem wird was übrig. Doch! Ah, okay, gecrittet. Weil eigentlich hätte ihm ein bisschen was übrig bleiben müssen, glaube ich so. No chance bis hierhin, Team Galactic. No chance. Ich konnte mich aber auch gar nicht mehr an die beiden erinnern. Wohl aus gutem Grunde. Jetzt kommen sie noch mit Burmi. Sag mal, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja lächerlich. Und ihr wollt die besten Team Galactic Rüpel sein? Ja, ja. Jetzt, wo ihr Dünnschiss habt, erstmal Schutzschild aufstellen. Was genau soll das bringen? Außer meine Nerven wieder zum Zerren bringen? Gar nichts. Setz einfach irgendwas ein, weil es wird eh sterben. Das ist nur ein Burmi, come on. Aurora-Strahl gekillt. Okay, das war schon mal sehr enttäuschend, leider. Muss ich ehrlicherweise sagen. Allerdings kommt jetzt auch erst die heiße Phase. Und sie sagen es sogar, sie sind die stärksten aller Rüpel, dass ich nicht lache. Mann, das war jämmerlich. Hm? Wir lassen dich jetzt durch. Dann können unsere Bosse dich fertig machen. Wollen wir doch mal sehen. Also groß angeschlagen sind wir jetzt... Bin ich geheilt worden? Nee, doch nicht. Ja, okay. Hab mich verguckt. So, womit beginnen wir denn hier? Ich glaube, ich tue Lady Swan mal nach vorne. Und dann mal schauen, was geschieht. Denn hier sind sie. Die Bosse von Team Galactic. Jupiter, Mars und Cyrus. Saturn haben wir ja bereits im Hauptquartier erledigt. Jetzt wird alles enden. Und alles wird beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Dialga, das mythische Pokémon-Meister der Zeit. Oh no!
hat es tatsächlich geschafft. Die Alga erscheint. Fuck. Hui. Die Vernichtung allen Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Fühlt ihr, wie sich die Zeit verzerrt? Nur ich kann's jetzt noch aufhalten. Dann mach, du Idiot! Er hat auf jeden Fall recht. Der Himmel über ganz Sinnoh. Er verändert sich. Die Zeit ist verzerrt. Oh, shit! Das ist das mythische Pokémon, das Sinnoh erschaffen hat. Die Alga, das Pokémon der Zeit. Oh mein Gott. Aber ich habe auch eins in meiner Backup-Box. Diese Welt kann nicht mehr umgeformt werden in das, was ich will. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit! Okay. Da hab ich was gegen. Nur keine Eile. Ich verstehe ja, dass du unseren Boss herausfordern willst, aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, diesmal ziehe ich die Samthandschuhe aus. Okay, let's go. Hm? Ach, der macht auch mit? Augenblick mal. Ohne mich findet hier keine Party statt, okay? Ist das nicht der Kleine, der noch am See der Stärke weinend weggerannt ist? Na, inzwischen stärker geworden? Wir schlagen euch 2-2. Ach so, da gab's einen Doppelkampf? Mit Richie? Alles klar, wusste ich gar nicht mehr. Yes, 6 Pokémon. So, komm, jetzt aber rausballern. Jetzt muss hier was geliefert werden. Maskeregen und Goldking. Naja. Aber es sind Endlevel. Alles über 40, ne? Gut. Was setzt er ein? Ah, ein Pudox. Naja, ne? Geht auf jeden Fall krasser. Na gut, Leute. Löschen wir das Feuer. Fliegen auf Maskeregen. Ich hau ab. Oh, gute Idee. Das Goldking haut immerhin eine Kaskade raus. Und Pudox vergiftet. Allerdings den falschen. Den nehme ich doch jetzt eh schon raus, du Trottel. Den Windstoß hast du ehrlich gesagt verdient. Ja, moin. Critical Hit, fast tot. Richtig peinlich. Richie, mit solchen Losern sind wir hier nicht auf der Siegerseite. Pack bitte was Besseres aus, ja? Er dürfte ja auch 3 Pokémon dabei haben, oder? Oder sogar 6? Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe mehr als dieses Pudox. Sonst bin ich relativ schnell auf mich alleine gestellt und darauf habe ich echt keinen Bock. Kaskade geht auf mich, dang. Mehr Damage als gedacht. Silberhauch, okay. Das könnte die Stats von Pudox steigern, aber ist halt jetzt auch schon ein bisschen spät dafür. Passiert auch nicht. Hui, Skorgro. Oh, Crap. Das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zu einem bösen Team. Und es ist auch ziemlich stark. Ich weiß aber nicht mehr den Typ. Das Pokémon sieht man so selten. Ich glaube, es ist Fluggestein, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist eine Weiterentwicklung von... Wie heißt der eigentlich? Skorgler? Glaube ich, aus der 2. Gen. Und Digga, sieht das gefährlich aus. Ich glaube, es war Gesteinflug. Wir sollten also safe wechseln, sonst ist Ladyswan am Arsch. Ja, Napnap oder Lukas. Ich wähle Napnap. Das ist mir jetzt nämlich doch ein bisschen zu heikel mit diesem Skorgro. Ich weiß, dass er super gefährlich sein kann. Und kann der nicht sogar Guillotine lernen? Okay, er setzt erstmal genug Kreuzschere ein. Was ein Fünftel abzieht. Ah, und diesmal geht die Kaskade nicht auf mich. Das hätte mich wenigstens geheilt. Verdammt. Pudox ist down. Ein Roserade hat er noch.
Ja, ist jetzt auch nicht so stark im Nehmen, aber kann man was mit anfangen. Ich hoffe, es haut eine Pflanzenattacke gegen das Skullking raus. Ich werde jetzt aber keine Rücksicht nehmen. Ich hau den Surfer raus. Der schön gebufft ist. Ja, Zauberblatt auf Skullking. Sehr gut. Es reicht nicht ganz für einen Kill, aber dann übernehmen wir das eben. Surfer! Okay, sehr effektiv auf Skorgro. Dann liege ich wohl richtig mit Gesteinflug. Wenn nicht, dann wohl Bodenflug, was auch sein kann, aber ich weiß es nicht. Das Pokémon, boah, sieht man halt wirklich kaum, ne? Finde ich schon mal schön, dass es hier vorkommt. Ist auch vierte Gen-Pokémon, by the way. Okay, das haben wir gut gelöst. Es läuft. 3 von 6 Pokémon sind schon down. Letaking! Ja, was ihr hier rausschmeißt, ist in der Tat nicht schlecht. 45, damn. Und ein Tauros. Da müssen wir jetzt eigentlich rüber zu Sumpex. Wegen Durchbruch. Jetzt bereue ich ein bisschen, dass ich nicht gleich auf ihn gegangen bin. Weil so ein Wechsel in einem Doppelkampf, oh, ist immer eine schwierige Angelegenheit. Zen-Kopfstoß wird safe gegen Roserade gehen und massiv Schaden machen. Es ist sehr effektiv. Und es killt leider. Fuck! Oh, Bezirzer. Ja, okay, geht noch. Hä, was? Lul! Er hat noch einen Lugia! Okay. Hast dich halt die ganze Zeit zurückgehalten. Kann man machen. Aber jetzt bitte voll raushauen. Erstmal das Letarking rausnehmen, wenn es geht. Boah, Alter, der Bodycheck von dem Teil, ne? Jo, Hydropumpe. Boah. Sehr, sehr gut. Das Letarking muss, glaube ich, in dieser Runde jetzt sowieso aussetzen. Genau, es faulenzt. Kriegt noch den Durchbruch rein. Ja, bam. Und wird hoffentlich zerteilt. Komm. Oh, nee, nicht annähernd. Alter. Wow, shit. Das ist ja erbärmlich. Lugia, kannst du bitte noch eine Hydropumpe raushauen? Ginge das? Und wir konzentrieren uns dann doch lieber auf das Tauros. Der Schaden hat mich komplett enttäuscht. Oh nein. Dieses Tauros ist super gefährlich. Ah. Du hast Genesung im Moveset. Sehr schön. Ist Richie also doch nicht so dumm, wie er aussieht? Freut mich doch sehr. Bam! Da geht die Attacke raus. Aber es ist ein Level 46er. Der übersteht das. Oh ja, die beiden sind C. Tragen natürlich alle noch eine Zitrobeere, ey. Fuck. Flinkklaue wirkt, aber wir können ihn nur mit einem Crit killen. Darf ich da hoffen? Nein! Autsch! Der Bodycheck hat schon bei Lugia heftigen Damage gemacht. Fuck, Alter. Bei mir auch. Aber er hat sich dadurch auch selbst umgebracht. Ich werde wechseln müssen. Das wird noch super schwer, das Letarking zu besiegen. Ich hätte halt sonst nur noch den Fokusstoß. Ich weiß aber gerade nicht, was er für eine Spezialdefensive hat. Boah, Wailord! Noch so eine harte Nuss. Verdammte Scheiße! Okay, ich verlasse mich mal auf Lugia, dass das sich das Letarking vornimmt und ich komme mit Strohi gegen Wailord rein, weil ich ein bisschen Schiss wegen von Tränen habe. Nein, lass mich in Ruhe. Windstoß? Really? Du sollst eine Hydropumpe auf das Letarking abfeuern.
Bist du von Sinnen? Oh, wobei, gute Idee. Der haut tatsächlich von drinnen raus. Fucking Christ, no. Wie viel Schaden noch? Okay, 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 okay. Strohi ist noch da. Aber kann jetzt fast nichts machen. Nochmal wechseln kann ich jetzt aber auch wieder nicht. Ich muss angreifen, Mann. Die Tarking faulenzt. Und wenn wir dem Wandel jetzt noch genug Schaden machen, dann ist die nächste Front... Warum setzt du Regentanz ein? Dadurch verstärkst du doch seine Moves. Bist du dumm? Gib ihm Para oder kill es. Kill es. Ja, 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 ja. Oh, yes. Crit. Nice. Weil das sah jetzt echt schlecht für Stroh hier aus, ne? Aber gerade noch so dem Tod entkommen. Dieser verdammte Regentanz. Richtig dumm von Lugia. Okay, jetzt brauchen wir aber wirklich eine Lösung für dieses Lethargang, Alter. Mysterix! Wir probieren jetzt einfach mal den Fokusstoß. Und dann geht die Hydropumpe daneben. No! Fuck! So hätte dieser Regentanz zumindest noch ein bisschen Sinn ergeben, aber nein. Nur 2 AP. Das muss eigentlich beide Male treffen, wenn wir eine Chance haben wollen. Er trifft sich selber. Oh, man. Okay, einen Hit schon mal. War ja auch auf Spezialdefensive gut. Nee, nicht ganz so sehr. Komm, wir kriegen ihn dran. Ich denke, ich werde jetzt auch auf Stärke gehen. Mit dem Step-Bonus wird's reichen. Ring es nieder, Pixie! Weil das Lugia ist erledigt. Nein! Nein. Bitte nicht. Komm. Tschüss! Bist K.O. Wunderbar. Einfach nur nice. Aber der hat noch eins, oder? Nee, down. Beide down. Schöner Fight. Fand ich sehr gut. Richtig. Epic.